Leute, erstmal einen guten Tacho. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's. Also auf der einen Seite geht's mir richtig, richtig gut. Ich hatte gestern. Gestern war meine Hochzeit. Heute ist Sonntag, der 4. Gestern hatte ich einen wunderschönen Tag. Woraufhin wir jetzt kann ich auch offiziell sagen, meine Frau und ich sehr lange darauf hingearbeitet haben und es war wirklich einmalig. Ich bin immer noch überwältigt davon. Und obwohl gestern mit einer der allerschönsten Tage in meinem Leben war, habe ich jetzt eine sehr schwierige Fahrt vor mir gerade. Ich habe jetzt, das ist eine sehr schwere Fahrt. Und jetzt auch das Video drehen lenkt mich auch so ein bisschen ab, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich werde heute aus meinem Motorradclub austreten. Ich hoffe, ich bringe es auch gleich übers Herz. Es ist alles andere als einfach. Ich muss sagen, es waren zwei Stück von meinen Jungs, wo ich auch weiß, das sind auch meine Freunde und da zu denen sage ich auch Brüdern. Die waren auf meiner Hochzeit, es waren mehr eingeladen. Ich konnte leider nicht alle einladen, als wir damals die Hochzeit angefangen haben zu planen. Da war Corona-Hochzeit und alles war so ungewiss, wann man wie was machen kann. Und jetzt fängt es ja schon wieder an. Es gab ja schon wieder Beschränkungen, es dürfen doch nicht mehr ganz so viele Leute rein, auch im Standesamt und so weiter. Und dabei waren schon echt nicht viele, die draußen warten mussten. Aber trotzdem wünscht man sich das natürlich ein bisschen anders. Und es ist blöd gesagt, dass ich jetzt nur zu den zwei sagen würde, das wären Brüder. Da sind noch ein paar andere auf jeden Fall. Ich habe viele Freundschaften da gefunden. Und die werden auch, ich hoffe, weiterhin Freundschaften bleiben. Und nur weil ich jetzt austrete, heißt das nicht, dass ich da nicht mehr mitfahren werde. Mein ursprünglicher Grund, der schon die letzten Wochen und Monate in meinem Kopf ist, einfach mein Zeitmanagement. Ich werde dem einfach nicht mehr gerecht, weil ich einfach sehr oft nicht mitfahren kann, entweder durch Arbeit oder durch meine andere Arbeit. Und das nimmt alles verdammt viel Zeit in Anspruch und ich muss irgendwo jetzt einfach mal, ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein Cut oder so, eigentlich nicht, auch nicht im Gegenteil oder so. Nur halt nicht mehr als aktives, festes Mitglied in diesem Club oder allgemein in einem Club. Ich schaff's momentan zeitlich einfach nicht und es wird sich in Zukunft auch nicht bessern, weil es wird eher wohl das Gegenteil sein. Und wie soll ich das sagen? Das ist schon mal einer der allerwichtigsten Gründe, warum ich diesen Schritt jetzt hier gehen muss einfach. Denn ja, auch ich fühle mich da manchmal nicht wohl, wenn ich dann mal wieder nicht kann. Und es ist einfach auch nicht, es war ja auch schon damals nicht Sinn und Zweck, einfach nur reinzugehen und eine Kutte zu haben und sich da nicht sehen zu lassen, was auch überhaupt nicht Absichten sind oder so. Da muss man sich auch selbst mal eingestehen, wenn ich es zeitlich einfach nicht schaffe, regelmäßig immer mitfahren zu können, und ich auch weiß, dass es in Zukunft nicht besser werden wird, weil das jetzt gerade nochmal so ist und ich auch irgendwo jetzt, dadurch, dass ich auch eine ganz kleine Selbstständigkeit habe, sei es auch nur wegen YouTube und Twitch, ich habe ja vor, das zu versuchen, weiter auszubauen und so weiter. Ich möchte auf andere Events fahren, auch mit Kamera, mit euch und so weiter. Und ich kriege das nicht mehr alles unter einem Hut. Seit gut 2 Jahren bin ich nicht mehr allein nur mit meiner Fotokamera unterwegs gewesen. Früher war ich so oft Landschaften fotografieren und so weiter. Auch das will ich wieder machen. Ich kriege das alles einfach nicht mehr unter einem Hut. Das ist zu viel geworden. Und das habe ich jetzt auch, ich würde jetzt sagen, 1,5 Jahre nicht gemacht. Nur wenn ich mal im Urlaub war, hatte ich die Kamera dabei. Und dann entstehen natürlich auch ein paar schöne Fotos. Aber das war nicht Sinn und Zweck, warum ich zum Beispiel meinen Instagram-Kanal damals gemacht habe, also matzo.art, weil auch da war ja mal meine Ambition, mehr Hochzeiten zu fotografieren und so weiter. Ich komme da auch nicht hinterher. Und
dann ist auch noch das ein oder andere passiert, worüber man, darüber kann ich auch nicht sprechen, darüber, oder könnte ich jetzt schon, aber das wäre ein Arschloch-Move, sowas mache ich nicht. Auf jeden Fall Dinge von dem einen oder anderen, also das ist auch wirklich die Minderheit, muss ich schon sagen, aber trotz alledem, die mir dann jetzt noch so zu meinem Gedankenstoß, den ich die letzten Monate schon so ein bisschen hatte, ich sag mal den Gnadenstoß gibt oder beziehungsweise die Entscheidungshilfe geliefert hat, zu sagen, ja nee, dann gehe ich doch jetzt diesen Schritt und fahre dahin und auch das ist, ich glaube, ich habe sowas ja noch nie gemacht, Leute. Ne? Ich bin jetzt 7 Jahre dabei oder etwas über 7 Jahre und es wundert, wenn man jetzt, okay, dann Corona-Zeit war ja nicht so viel. In der Corona-Zeit habe ich mich zum Teil neu orientiert und das ist natürlich jetzt auch ein ganz, ganz großer Entscheidungs- oder wie sage ich, eine große Entscheidungshilfe, warum ich mich jetzt dazu entscheide, aktiv aus dem Club rauszugehen. Damit ich wieder mehr Zeit auch für Freunde habe außerhalb des Clubs, mehr Zeit auch für euch habe, obwohl ihr kriegt davon gar nicht so viel mit, ich versuche ja wöchentlich Videos hochzuladen. Die Scheiße ist aber nun mal viel Arbeit und das ist mittlerweile ein Baby für mich geworden oder ein Hobby und eine Sache, ja, wo ich dranbleiben will und genauso wie der ganze Twitch-Kram und so. Und durch meine Arbeit, Dreischichtsystem, ich bin halt auch dann gebunden, die Dinge dann zu machen. Vieles kann ich nur an Wochenenden machen. Oder früher, als ich in den Club gegangen bin, hatte ich immer nur Frühschicht. Ich hatte noch einen anderen Arbeitgeber, da hatte ich immer nur meine Frühschichten, Wochenenden immer frei. Gut, jetzt gehe ich da auch nicht immer am Wochenende arbeiten, aber ich habe halt auch noch anderes, was ich an den Wochenenden halt machen muss. Und die Zeit war früher eine ganz andere. Meine Interessen waren vor 7 Jahren auch anders. Für mich gab es damals nur den Club. Waren halt andere Zeiten für mich auch. Und ich habe verdammt viel gelernt in der Zeit. Ich habe viel über Zusammenhalt gelernt und so weiter. All das, was ich mir immer schon vorgestellt habe. Und das ist auch heute noch vollkommen gleich. Aber was sich jetzt bei mir geändert hat zum Beispiel, das Denken darüber, ich muss keine Kutte tragen, um jemanden zu sein. Und ich weiß noch genau der Moment, wo ich wo ich zum Vollmember geworden bin. Meine Brust ist um 2 Meter gewachsen. Ich glaube, jeder, der relativ jung ist und dann damals es geschafft hat und sein Patch gekriegt hat, der kennt diesen Moment. Man ist plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, oder man fühlt sich, sagen wir mal so, jemand Besonderes, man hat etwas geschafft und das ist auch was Besonderes. Das muss man auch ganz klar sagen. Für jeden da draußen, der mal in so einen Club gehen möchte, das ist ja etwas, was man sich erarbeitet. Man erarbeitet sich etwas. Und jetzt im Nachhinein, oder nee, nicht im Nachhinein, das ist ja was völlig anderes. Meine Brust bleibt so groß, das glaubt mal. Ich habe verdammt viel Selbstbewusstsein gekriegt. Ob jetzt mit oder ohne den Jungs, egal wo ich unterwegs bin, ob ich jetzt die Kutte am habe oder nicht. Ich weiß, was ich bin, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich herkomme. Und dafür muss ich nicht den Ego ausfahren und zu sagen, hey, ich bin in einem... oder mit einem der größten deutschen Motorradclubs drin. Das brauche ich jetzt gar nicht mehr. Früher, ja, ich war ein bisschen jünger, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und es ist auch ein verdammt schönes Gefühl. Und auch jetzt, ich weiß, dass die letzte Fahrt mit der Kutte, beziehungsweise mit den Patches da drauf. Und irgendwo ist man auch stolz, dazu zu haben. Und bin ich auch. Und ich bin auch stolz, diese Erfahrung gemacht zu haben und stolz auf die eine oder andere Freundschaft, die auch weiter bestehen wird. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Denn ich möchte ja als Supporter weiterhin mitfahren. Dann, wenn ich Zeit habe, dann, wenn ich will, ohne Druck dahinter, dass ich jetzt muss. Das ist nämlich auch momentan so ein Punkt. Einfach, weil ich so ein enges Zeitfenster momentan habe. Und das wird sich nicht bessern. Vor allen Dingen nicht, wenn ich jetzt in Zukunft, oder ich und meine Frau und ich, eventuell ja auch mit Kinderwunsch und so weiter. Ich denke mal, die Eltern unter euch, die wissen genau Bescheid. Dann geht das so alles. Ich kriege das dann nicht mehr alles unter einem Hut. Und dann muss ich ganz ehrlicherweise sagen, wäre es einfach nur fair zu sagen, okay, ich gebe den aktiven Part ab. Aber ich möchte das nicht aufgeben. Deswegen möchte ich dann halt als Supporter mitfahren, wenn Fahrten sind oder so, wo ich dann mitfahren kann. Ich habe ja auch schon, ich habe ja auch viele Kontakte in der Szene. Ich kenne ja auch schon so einige. Wenn irgendwo Partys sind, kann ich mitfahren. Ich kann auch unabhängig davon überall hinfahren. Dafür muss ich nicht unbedingt zwingend in den Club gehen. Und das ist auch, glaube ich, vielleicht mal für den einen oder anderen von euch da draußen interessant.
Du musst nicht aktiv in einem Club drin sein, nur um auf solche Partys zu fahren oder diesen Lifestyle zu leben. Eigentlich ganz im Gegenteil. Gerade wir, unser Club, wenn wir unsere Party hatten oder haben, einmal im Jahr, wir leben ja davon, von den Einnahmen, von den Menschen, die einfach mit uns feiern wollen, bei uns trinken. Die zahlen dafür ja natürlich, so wie eine Kneipe, sage ich jetzt mal, ne? Du zahlst für dein Getränk, du zahlst für dein Essen, du unterstützt uns damit. Und so halten sich solche Clubs ja auch übers Wasser, ne? Und man supportet dadurch ja schon jemanden, einfach nur, weil man auf deren Partys geht. Und das ist jetzt erstmal meine Devise, meine Zukunft, die ich jetzt anstrebe, was die Motorradclub-Szene angeht. Und einfach als Gast würde ich jetzt mal behaupten, also ich lebe diesen Lifestyle natürlich weiter, weil das steckt in einem. Du schaltest das nicht an oder aus. Klar, wenn man damit keine Berührungspunkte hat, dann weißt du nicht, was da ist. Aber halt dieses Motorradfahren mit dem Zelt hinten drauf, auf Party fahren, auch mal besoffen vorm Zelt einpennen und so weiter. Das möchte ich weiterhin machen. Nur Leute, ich kann es einfach nicht. Ich schaffe es nicht mehr jedes Wochenende. Und irgendwo will ich es auch momentan nicht mehr jedes Wochenende. Denn ich habe auch nur quasi alle 3 Wochen Zeit, um mit meiner Frau was zu machen. Beziehungsweise um dann ein volles Wochenende was von ihr zu haben. Und wenn dann irgendwie mal was ist, Pflichtfahrten und so weiter, und das gibt es natürlich auch in Motorradclubs, gewisse Veranstaltungen oder einmal im Monat, was schon echt nicht viel ist. Und ich muss schon sagen, bei uns ist es sehr human, wirklich verdammt sehr human. Aber trotzdem, selbst das, ja, entweder muss ich mich dann zwingen, weil man dann schon ein paar scheiß Wochen hinter sich hatte. Es ist natürlich auch ein Einblick von mir, den ihr so natürlich nicht bisher nie bekommen habt. Das ist schon sehr persönlich. Und natürlich werdet ihr dann auch nur so, wenn ich es jetzt gleich wirklich durchgezogen habe. Es ist sehr schwer. Ich hatte schon gestern auch auf der Hochzeit, abends zumindest, später am Abend, mein Vater hat darüber gesprochen. Er sagte, mein Vater ist auch so ein alter Rocker, sage ich mal. Nie, also jetzt auch die letzten, weiß ich nicht, 30 Jahren in keinem Club gewesen, aber trotz alledem lebt er das, und er sagte, du brauchst auch keinen Club. Mit dem, wie du dir das vorstellst und was du denkst, das kannst du auch so machen. Du hast trotzdem deine Leute. Dann, er hat gesehen, die Leute, die auf mein Ride Out kommen und so weiter, auch das sind Leute, die dich unterstützen. Und auch hier muss ich mal sagen, ich kann auf jeden Fall sagen, da sind auch Freundschaften entstanden. So wie Freundschaften und ja, familienähnliche, wie soll ich sagen, ja, Beziehungen entstehen, muss man schon so sagen. So ähnlich habe ich es auch mit dem einen oder anderen Abonnenten von mir, der einfach nur durch meine Videos auf mich gekommen ist. Dadurch sind Freundschaften entstanden. Sehr, sehr gute Freundschaften. Man muss sich nicht jeden Tag sehen oder auch nicht jeden Monat oder jedes halbe Jahr. Da weiß ich zum Beispiel einen Kandidaten, der wohnt da jetzt am anderen Ende von Deutschland. Und er hat meiner Frau und mir was super Tolles zur Hochzeit geschickt, was wir natürlich erstmal reparieren mussten, weil es auf dem Weg ein bisschen Schaden genommen hat. Aber wir konnten das Porzellan gut kleben. Wir haben uns mega gefreut über diese nette Geste. Oder auch die ganzen Glückwünsche von euch da draußen über Instagram, die gestern zu mir kamen. Weil ich habe natürlich eine kleine Story gemacht und ich glaube, ich hatte meinen weißen Schuh, wie ich da mit Carrie zum Standesamt gefahren bin. Mehr konnte ich dann natürlich nicht zeigen, weil sonst hätte das vielleicht meine Frau gesehen. Und da muss ich schon sagen, da kriege ich ja von euch da draußen teilweise mehr Glückwünsche als von, jetzt unabhängig vom Motorclub, aber von dem einen oder anderen Freund, wo ich mir gewünscht hätte, vielleicht schreibt er mal, oder auch das ein oder andere Familienmitglied, auch wenn ich nicht alle einladen konnte, nicht weil ich nicht wollte, sondern weil wir es nicht konnten, als wir angefangen haben zu planen. Es ging halt einfach nicht anders. Musste ich halt stark aussortieren, und wenn wir jetzt, natürlich hätten wir auch die Wahl gehabt, gut, als wir geplant haben, das war zwar anderthalb Jahre quasi, wir haben halt anderthalb Jahre im Voraus geplant,
und man wusste nicht, was da ist, gehen wir Risiko und laden wirklich alle ein, die man so einladen will und kann und überhaupt mit Familie, mit Frau und Kinder und drum und dran. Und ja, aber dann ist das Problem, wenn wieder so ein Scheiß kommt mit Lockdown und so weiter, die Betreiber sagen, hör mal, der Saal ist zu klein, wir können keine 100 Leute reinlassen. Jetzt dürfen nur noch, weiß ich nicht, 40, 30 oder 20 rein. Dann geht's los. Wen lädst du aus? Warum sollte man sich den Stress dann machen? Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber ich denke mal, jeder mit einem gesunden Menschenverstand kann das wohl nachvollziehen, dass wir jetzt so gehandelt haben. Und ich habe jetzt geguckt, oder wir haben geguckt, dass wir jetzt auch wirklich nur die Leute haben, mit denen wir ja, mehr als engen Kontakt haben. Beziehungsweise auch, wo die Bedeutungen verdammt groß sind. Und dann ist das schon ein Schock, wenn dann... Wir haben schon echt nicht viele Leute eingeladen. Und von den Familien waren natürlich alle da, die wir eingeladen haben. Auch da konnten wir nicht alle einladen. Da ich hätte natürlich viel, viel mehr einladen können, auch von meiner Familie. Zum Beispiel meinen Halbbruder habe ich nicht eingeladen. Hat natürlich auch mehrere Gründe. Erstens, weil wir so wenig Kontakt haben. Was jetzt nicht, weil man Streit hat, sondern weil es einfach so gekommen ist in den letzten Jahren irgendwie. Auf jeden Fall ist halt etwas passiert, worüber ich nicht hinwegsehen möchte, was ich mehr als schade für den anderen dann finde oder für die anderen finde, die mehr als respektvoll auch mir gegenüber sind und wo ich auch weiß, das sind die richtig guten Jungs. Und ist halt eine schwere Entscheidung für mich, wirklich eine sehr, sehr, sehr schwere Entscheidung. Aber es ist einfach fair, das so zu machen, zumal ich sowieso grundsätzlich einfach kaum Zeit habe. Das ist halt das eine, was ja schon länger jetzt so ist und auch seit Corona-Zeiten ich mich halt in vielen Dingen anders entwickelt habe. Oder ich habe, ja, da ist das YouTube-Ding gekommen, das kam ja direkt Anfang zur Corona-Zeit. In meinen ersten Videos, da war Corona ja gerade, ja, da war ja nichts los auf den Straßen. Das fing damit an, dann kam mein Twitch und jetzt der Rest, was halt drumherum jetzt noch dazu kommt, wegen der kleinen Selbstständigkeit, und das ist auch ein bisschen Arbeit, denn ich versuche da natürlich was aufzubauen. Ob es klappt? Ja, keine Ahnung. Und wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Aber ich kann dann sagen, ich habe das so versucht, wie ich mir das vorstelle. Und ja, dann kommen halt andere Sachen zu kurz. Ich sehe auch viele Freunde. Gestern war Gott sei Dank mein allerältester Freund, den ich habe auf der Welt. Der war da auf der Hochzeit. Ich habe mich so mega gefreut, den wiederzusehen. Und wir sehen uns. Ich glaube, wir haben uns dieses Jahr vorher noch gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns letztes Jahr überhaupt gesehen haben. Wir schreiben öfters, ganz klar. Aber auch das zum Beispiel. Entweder mache ich halt am Wochenende, bin ich mit dem Club dann unterwegs, was schon in letzter Zeit verdammt selten ist. In der Woche, in zwei von drei Wochen, habe ich halt Spät- oder Nachtschicht. Dann komme ich zu gar nichts. Wirklich zu absolut gar nichts. Also ich komme damit nicht so gut zurecht, muss ich sagen. Ich habe dann nur meine Frühschicht, wo ich meine Frau sehe, wo ich dann mal meine Familie in Strahlen besuchen kann, wofür ich auch 40 Kilometer fahren muss. Eine Strecke. Wie soll ich dann schaffen, auch noch andere Freundschaften zu pflegen? Ich werde dem allen nicht mehr gerecht, und deswegen sage ich für mich hier und heute, ich lege die Patches ab. Ich fahre dann als Supporter mit, wenn ich die Zeit dazu habe, und auch bestimmte Events suche ich mir dann genau aus. Auch ich habe meine Favoriten, die hat ja jeder, die hat auch jeder, der im Club ist oder sagt, Orte, oh, da fahre ich jetzt nicht so gerne hin, mach's aber für den Club. Dann gibt's Partys oder Clubs, da fährst du total gerne hin, kannst dann nicht hinfahren, weil irgendwo anders in der Pflichtfahrt ist. Und das zum Beispiel, dann möchte ich es mir doch lieber aussuchen, wo ich hinfahre. Aber trotz alledem möchte ich mit den Jungs, soweit ich kann, weiterhin im Kontakt bleiben und mitfahren, denn ich bin so viele Jahre dabei und will das nicht abreißen lassen. Ich sehe es jetzt, stand jetzt zumindest so, wer weiß, wie es gleich ausgeht. Aber ich denke eigentlich, dass das gut ausgehen wird. Dass ich auf jeden Fall irgendwo auf irgendeine Art und Weise dabei bleibe, aber nicht mehr als Member. Ich mache auch keinen Hänger oder sowas oder gehe auch nicht zum Prospekt oder irgend so ein Kram zurück, das mache ich nicht. Wenn die Zeit sich irgendwann mal ändern sollte und sich das dann auch gut anfühlt, ich würde auch Stand jetzt nicht sagen, dass ich da nicht mehr reingehen würde, sondern also da sind nämlich gute dabei, aber jetzt aktuell
ist es so für mich besser so, wenn ich sage, ich gehe dann doch lieber raus. Es ist einfach nur fair dem Club gegenüber, aber trotz alledem muss man dann auch gerade zu einem Clubabend gehen und sagen, hör mal, so und so sieht das aus. Der Zeitpunkt jetzt ist jetzt auch ein bisschen scheiße. Der Zeitpunkt ist aber irgendwie immer scheiße, glaube ich. Ich habe das ja vorher noch nie gemacht. Es ist jetzt verdammt schwer für mich, die letzten Meter auch zu fahren. Das ist irgendwie, ich bin auch aufgeregt und ich, wie die reagieren. Haben sie damit vielleicht gerechnet, dass das vielleicht bald passiert oder nicht? Weil ich halt viel abwesend war. Und also für die Leute, die vielleicht auch nicht wissen, wie macht man das, wie tritt man aus dem Club aus? Vielleicht sage ich dazu später etwas, wenn ich wieder zurückfahre. Ist vielleicht besser so, weil dann habe ich auch die Erfahrung dazu. ja. Ich kann euch eins sagen, mir geht es nicht gut dabei, jetzt diese Entscheidung auch durchzuführen, auszuführen. Denn ich habe da gute Leute, die ich kennengelernt habe. Ich muss auch sagen, auch Leute, die mir nicht so viel bedeuten, da tut's, also zumindest aktuell jetzt, was aber nicht mit dem Club zu tun hat. Ich rede den Club nicht schlecht, ganz im Gegenteil, sonst würde ich ihn ja nicht weiter supporten wollen. Und aber ich glaube, das hast du überall, auch in deiner Clique hast du den einen, den du mehr magst als den anderen, und trotzdem mag man sich. Aber Leute, für diejenigen, die noch nie in einem Club waren und auch nicht wissen, wie sie zum Club finden oder suchen, dazu werde ich mal was machen. Aber für die, die vielleicht vor ähnlichen Entscheidungen treffen, das noch nie gemacht haben, oder wie soll ich sagen, vor ähnlichen Entscheidungen stehen, so, und das noch nie gemacht haben und nicht wissen, wie sie es machen sollen, ich kann euch eins sagen, macht es nicht irgendwie, dass ihr einfach irgendeinen Wochentag dahin fahrt, hier hast du die Sachen, ich trete jetzt aus. Ist nicht so schön, weil auch das ist natürlich bei uns schon das eine oder andere Mal passiert. Sondern geht hin, wenn ihr euren Clubabend habt, eure Versammlung oder sonst wie was. Schön ist es nie. Vor allen Dingen, wenn du weißt, du gehst nicht in einem Streit auseinander. Aber selbst auch wenn du sagst, auch wenn es unschön ist, auch wenn man unschön auseinander geht, oh, schöne Kiste, dann hab trotzdem den Arsch in der Hose und fahrt hin, wenn deine Jungs da sind. Ob sie deine Jungs sind oder nicht, ist egal. Das hat auch was ein bisschen mit Ehre zu tun, wenn man schon in so einem Club war. Und ich bin jetzt ja auch schon ein paar Jahre dabei, noch dabei gleich gewesen. Dann muss man auch den Anstand haben und das auch so respektvoll wie möglich machen. Ja, Leute, ich sag mal bis gleich. Ich denke mal, es ist eine Stunde später oder so. Und dann werde ich bestimmt noch was dazu sagen können. Ich muss mal gucken, der richtig aufnimmt. 2,7K, 30, ja. Leute. Ja, Leute. Ich habe den Schritt echt gewagt. Ich sitze jetzt hier, glaube ich, viel Stunde auf dieser Bank hier. Und ich war jetzt bei meinen Leuten. Bei meinem, jetzt kann ich sagen, alten Club. Und habe erst persönlich mit der Führungsebene gesprochen, sage ich es mal so. Also mit meinem Präsi und Vizepräsi waren Gott sei Dank beide schon früher da. Und jemand, der schon involviert war darüber, wie ich denke und so weiter. Und ich muss sagen, mir wurde noch ein anderer Weg angeboten. Ich weiß nicht, ob es das in jedem Club gibt oder nicht, aber hier hätte es den Weg auf jeden Fall noch gegeben. Man hätte auch noch irgendwie eine offizielle Auszeit nehmen können. Ich glaube, bis zu einem Jahr oder irgendwie was. Da war ich ganz, 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 ganz kurz am Überlegen. Aber es gibt halt Dinge, die ich jetzt hier nicht aussprechen will. Können, natürlich könnte ich, aber das macht man nicht. Es gibt natürlich auch noch andere Gründe, warum ich jetzt den Club verlassen habe, zumindest als Mitglied ausgetreten bin. Aber die haben mich dann, als dann nachher alle da waren, ja, irgendwie doch wieder
bestärkt, warum ich ausgehen möchte. Ja, ich habe den Schritt gewagt, Leute. Es fiel mir da schon nicht leicht, auch überhaupt das anzusprechen. Und jetzt auch im Nachhinein. Ich bin weg. Das ist nicht weit von hier. Hab die Bank gesehen. Ich hatte jetzt gerade auch wieder die Pisse in den Augen. Leute, ich war über sieben Jahre in dem Club. Ein fester Bestandteil des Clubs. Und viele Wochenenden, sehr viel Zeit mit dem Club verbracht. Was jetzt nicht völlig wegfällt, denn ich bin da ganz gerade raus, so wie man es auch macht, was ich eben schon angesprochen habe. Und das wurde mir natürlich auch hoch angerechnet. So ist es zumindest bei mir angekommen. Und davon gehe ich jetzt auch aus, dass es so ist. Es ist alles andere als leicht. Es sind... ja, es war auch nicht nur für mich nicht leicht, dass ich das gemacht habe, auch für den einen oder anderen. Man konnte es sehen. Aber Leute, ich kann gerade nicht so gut. Bin irgendwo ein bisschen traurig auch. Aber es ist aktuell, glaube ich, der richtige Weg für mich. Und ich darf weiterhin als Supporter mitfahren und so weiter. Ich darf und ich bin auch ein extrem gern gesehener Gast natürlich und ein Freund des Clubs. Das bleibe ich nach wie vor. Da werde ich auch weiterhin Support-Zeugs tragen, denn 7 Jahre wischt man nicht einfach so weg. So, jetzt geht's für mich erstmal nach Hause. Boah, war das ein turbulentes Wochenende. Gestern die Hochzeit. Heute der Austritt, beziehungsweise, ja, ich habe abgelegt. Ich weiß nicht, wie lange das Video hier gehen soll. Ich habe schon auf dem Hinweg so viel gequatscht. Ich kann euch sagen, für die, die nicht im Bösen rausgehen, auch wenn man über das eine oder andere vielleicht mal einen Bauchschmerz hat und das eine oder andere, ja, wie soll ich das sagen, halt nicht gut findet und man deswegen rausgeht. Und so ist es bei mir der Fall. Es ist trotzdem schwer, weil da sind Freunde, die auch, ich hoffe, Freunde bleiben. So habe ich es auch zumindest jetzt auch aufgefasst. Es gab keine bösen Wörter, gar nicht. Ganz, 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 ganz im Gegenteil. Ich wurde halt noch versucht, ja, diesen anderen Weg einzuschlagen über diese Auszeit. Dann bleibt man weiterhin ein vollwertiges Mitglied, aber du hast halt, du bist halt entbunden von deinen Pflichten und so weiter, weil du hast halt eine offizielle Auszeit. War irgendwie ganz kurzzeitig vielleicht eine Option für mich. Ich wusste, dass es das gab, hatte ich aber auch gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es in jedem Club so ist, das kann ich gar nicht so genau sagen, aber bei uns hätte es das halt so gegeben. Das hat sich dann aber auch, es gab dann auch ein Ereignis, ich will nicht sagen, was, wie, wo und wer und wie und wieso, weshalb, aber es gibt halt noch andere Gründe und die haben sich dann in einem Bruchteil einer Sekunde, ja, wie soll ich sagen, der Grund nochmal bestärkt, warum ich rausgehe, und dann war das auch wieder für mich vom Tisch erstmal. Ich will nicht sagen, es könnte natürlich sein, dass ich irgendwann wieder zurückgehe und die Option ist mir auch angeboten worden, ne, also dann muss ich natürlich wieder den ganz normalen Weg gehen. Ich muss wieder unten anfangen. Das ist ja nicht das Schlimme. Das stört mich auch überhaupt nicht. Da bin ich auch nicht der Erste, der das gemacht hat. Und da werde ich auch nicht der Letzte sein, der sowas in Betracht zieht. Also, wenn ihr in einen Club seid und ihr wollt raus und ihr habt da aber Freunde und wollt im Guten raus, und wenn die eure Freunde sind, dann bleiben sie auch eure Freunde. Ich kann jetzt aus Erfahrung sprechen. Es ist nicht leicht, gar nicht leicht. Ich habe immer noch ein bisschen, egal, mir, ja, immer ein bisschen die Pisse in den Augen. Aber Leute, wenn ihr aus dem Club geht, dann macht es so wie ich. Geht gerade dahin, nennt eure Gründe, die ihr habt. Leute, das sind irgendwo, das sind eure Brüder, das sind eure Freunde. Auch wenn etwas nicht passt. Bei dem einen wird es passen, es wird wie Arsch auf einmal passen.
Du wirst da deine Freunde haben. Du wirst den anderen haben, wo du sagst, okay, dann akzeptiere ich halt. Das gibt es überall. Das gibt es in jedem Club. Es gibt es in jedem Arbeitsverhältnis, egal wo in deinem Leben. Aber seid da gerade, denn genau sowas, Ehrlichkeit und so weiter, das wird da halt sehr groß geschrieben. Und so sollte man das auch machen. Ich habe auch schon andere erlebt, die einfach dann irgendwann an irgendeinem Tag die abgerissenen Sachen abgetrennt entweder zu einem Mitglied oder zum Präsi gebracht haben, sagen, jo, ich bin jetzt raus, tschüss, auf Nimmerwiedersehen. Das ist unehrenhaft, das macht man so nicht. Ja, Leute, wie gesagt, so mal als kleine Anleitung vielleicht, wie gehe ich aus einem Club raus, dann guckt ihr euch meinen Scheiß an. Und entweder fällt es euch genauso schwer wie mir, weil ihr dort Freunde habt, und die Gründe müssen ja nicht die gleichen sein. Es kann ja völlig unterschiedlich sein. Aber die Art und Weise sollte die gleiche sein. Ob jetzt aus einem Guten rausgehen oder nicht aus einem Guten, aber wenn man nicht aus einem Guten, dann werdet ihr das sowieso merken. Dann werdet ihr an den Eiern dahin geschliffen. Und dann habt ihr sowieso ein Problem. Aber selbst wenn ihr für euch persönlich sagt, nee, hör mal, das ist hier alles nicht so geil, dann geht da bitte trotzdem hin. Und geht da raus wie ein Mann. Ihr versteht, was ich meine, glaube ich. Na gut, es ist gerade auch noch alles richtig frisch. Leicht war es nicht. Ich glaube, das Video wird ziemlich lang sein. Ich werde auch gar nicht so viel wegschneiden, glaube ich. Um einfach auch die Eindrücke, die ich gerade mache, wie ich gerade fühle und so weiter, rüberbringen zu können. Das wird nie ganz sein und irgendeiner bestimmt wieder zu meckern und ach, keine Ahnung irgendwie. Also von irgendeinem von euch da draußen wahrscheinlich. Ich weiß auch noch nicht, ob es richtig war. Das werde ich erst wissen, wenn ein bisschen Zeit verstrichen ist. Aber jetzt, momentan hat es sich richtig angefühlt, das so zu machen. Wie gesagt, ich hätte ja auch noch die andere Möglichkeit gehabt. Aber das fühlte sich dann irgendwie nicht mehr richtig an. Warum, werde ich jetzt nicht sagen, werde ich auch nie sagen, weil es ist halt privat, es ist auch clubintern und sowas haut man nicht raus. Wie gesagt, auch wenn bei euch Gründe gibt, die halt clubintern sind, dann lasst sie auch bitte clubintern. Das hat was mit Anstand und Respekt zu tun. Genauso wie wenn ein bester Freund euch irgendwas erzählt oder eine Freundin oder wer auch immer, und ihr sollt es nicht weiter erzählen, dann macht ihr es auch nicht. Naja, mal gut. Oder mal sehen, wo mich das alles noch hinführt. Vielleicht führt mich das irgendwann wieder zurück. Das steht alles in den Sternen und ich will auch nichts verneinen oder sonst wie. Ganz im Gegenteil eigentlich. Wird sich zeigen, wie sich alles entwickelt. Und so sieht das dann aus. Kann ja sein, dass ich irgendwann wieder drin bin. Man weiß es nicht. Ich weiß es jetzt nicht. Und naja, mal schauen. So Leute, in dem Sinne wünsche ich euch ja schönen Tag, ja, schönes Wochenende. Ihr seht das Video so immer freitags. Mal schauen. Dieses Video ist ja schon irgendwie so ein bisschen was Besonderes. Es ist auch irgendwo eine Anleitung oder eine Empfehlung, wie gehe ich aus dem Club raus. Aber andersrum auch etwas sehr, 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 sehr Persönliches gerade. Auch kein einfaches Video. Kann sein, dass ich das vielleicht irgendwo mal in der Woche dazwischen schiebe. Aber jetzt habe ich eh erstmal zwei Wochen Flitterwochen Urlaub sozusagen. Und da habe ich ja schon fertige Videos. Und ah, Leute, haut rein, wir sehen uns im nächsten Video.